Hallihallöchen da draußen, der Onkel Zocki hier am Start. Was geht da? Ja Leute, eventuell habe ich eine schlechte Nachricht an euch. Und zwar hat ein Kollege von mir, als er GTA 5 starten wollte, eine Nachricht bekommen von Rockstar Games. Vielleicht habt ihr das auch schon bereits erhalten. Das werde ich in diesem Video noch einblenden, dass ihr das selber zu sehen bekommt. Und ja, aber kommen wir gleich dazu. Als erstes möchte ich gerne wissen, Leute, heute gab es ja die Zeugnisse. Was habt ihr für ein Zeugnis bekommen? Ein gutes Zeugnis oder ein schlechtes Zeugnis? Und wie werden eure Eltern darauf reagieren? Schreibt mir mal als Hashtag Zeugnis und dahinter dann, was für ein Zeugnis ihr habt. Falls ihr Bock habt, natürlich, müsst das nicht. Aber ich würde mich mal sehr freuen, das würde mich jetzt so extrem interessieren. Und es fehlen noch etwa 20 Daumen nach oben für den gestrigen Video. Ich habe ja gesagt, wenn das Video 75 Daumen nach oben erreicht, werde ich einen Livestream starten in den nächsten Tagen. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich natürlich unterstützt, aber das ist natürlich euch überlassen. Ich will ja auch natürlich sehen, wie aktiv ist meine Community, lohnt sich ein Livestream zu starten oder nicht. Ja, da motiviert ihr jeden einzelnen YouTuber, nicht nur mich, sondern jeden einzelnen, der einen Daumen nach oben bekommt für seine Videos. Ansonsten zurück zu diesem Video und zu diesem Thema. Und zwar hat Rockstar Games meinem Kollegen eine Mitteilung mitgeteilt, als er sein GTA 5 starten wollte. Und zwar hat er diese Meldung erhalten. Jetzt werden einige von euch bestimmt verwirrt sein und denken, was soll ich jetzt machen? Also ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich bin kein Profi damit. Ich habe keine Ahnung von diesen ganzen UA-Accounts etc. Das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr das, was Rockstar Games abzieht. Manche finden es bestimmt sehr gut, manche finden es richtig scheiße. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bedanke mich herzlich. Ich wünsche euch natürlich einen angenehmen Tag und lasst euch nicht von euren Eltern vermöbeln von den schlechten Zeugnissen. Euer Onkel Zocki, haut rein.